Schachtel. Hallo? Ja, besser als die Bude voll zu stinken. Hm? Nein, ich hab da nichts gesagt. Foto vom leeren Teller? Nein. Der Upi-Teller kommt erst mal ein paar Minuten später. Ich kann doch eigentlich auch so dahin wackeln, ne? Komm. Wo willst du denn hin wackeldackeln? Zum Anhänger. Ah. Dann. Na gut, das üben wir dann nochmal. Na gut, das üben wir dann nochmal. Ich bin immer für neue Ideen fürs Kochen, denke ich mir. Durch das lange Rohr hat es OP auch nicht sehr weit. Nö, brauch nur eben wenden, ist das Ding schon angekommen, Mann. Ja, immer doch, von Stinktier. Jo, Hauptsache, dir geht's gut. Brauche ich jetzt, hab ich gut. Ja, du hast jetzt eigentlich, brauche ich. Aha. Bei Aldi geholt oder bei Kaufland? Weder noch, aus dem Kühlschrank. Aus dem Kühlschrank. Mhm. Ja, super. Was denn du? Die hatten ich brauche ich im Kühlschrank. Ja. Hellkartoffeln an Hering in Sahnesoße. Oh ja. Oh ja. Mhm. Yum, yum. Ich könnte das Zeug, ne, aber das ist die Säure, die da drin ist, ne? Der Thorsten hat das letztens ohne Kartoffeln gegessen. Mach ich auch immer. Schmeckt gut. Einfach so. Hab keine Lust, Kartoffeln zu machen. Faules Sockel. Das ist ein Freitagsessen? Warum das denn? Weil da Fisch drin ist? Ich esse doch Fisch, wann ich das will und nicht, wenn der Freitag das will. Genau. Gibt's morgen. Gut. So. Morgen haben wir Freitag, ne? Mhm. Ja. Ja, dann passt das ja wieder. Helle so Männer mit Fisch. Sag doch Freitag. Und abends mit Beleuchtung. Aber Pellkartoffeln mit Fisch und die haben die Pellkartoffeln ein bisschen Salz drauf und dann mit guter Butter. So stückchenweise. Oh, komm, halt die Klappe. Oh, okay. Ich bin am Sabbern. Ne? Ja, ja. Mhm. Ihr wisst schon, dass ihr alle olle Fresseke seid, ne? Ja. Bleib stehen. Nö, Obi. Ja, du nicht. Du bist ja ein Hungerhaken. Opi, bäh. Ja, selber. Ich kann doch nichts dafür. Mann, jedes Mal vergesse ich, dass ich stehen bleiben soll. Kräuterbutter kann man auch nehmen. Aber ich meine ganz, ganz normale, echte, gute deutsche Butter. Die kann auch meinetwegen aus Kasachstan kommen. Ist egal. Hauptsache steht deutsche Butter drauf. Was auch sehr gut schmeckt, ist Pellkartoffeln mit Kräuterquark. Oh, kann man auch machen, ja. Oh, lecker. Nur den ganz normalen Quark kaufen und dann den selber fertig machen. Mit Knoblauch drin, Zwiebeln, Schnittlauch, Petersilie, Salz, Pfeffer, Paprika und dann ordentlich durchmanschen und ruff auf die Tüten. Yum, 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 yum. Kartoffeln mit Schale und Fisch und Sahne. Paprika-Gewürz. Ja. Hört man? Herbie? Keine Selbstgespräche machen. Altdeutsches Rezept. Oder eine dicke, fette Kohlenkartoffel. Arme Leute essen? Ja, dann bin ich gerne arm. Was heißt denn hier arme Leute essen? Weil das schmeckt. Oder so eine richtig schöne das Kräuterquark sagt ich dazu Weißkäse. Wo? Ja, weiß ich auch nicht. Such mal. Was? Das war mal so früher. Ja, früher ist es nicht mehr.
Ich muss dazu sagen, wenn man das so nimmt, ne? Kartoffeln ist eine relativ teure Speise. Weißt du warum? Nee. Wegen der Zubereitung. Die braucht unwahrscheinlich lange, bis sie gar ist. Das heißt, du musst unwahrscheinlich viel Strom verballern. Und deswegen wird die Kartoffelzubereitung teuer. Mhm. Esszimmer wird neu bei uns. Oh, machst du vorher, nachher Bilder? Anja ist nur am Meckern, dafür ist es ja auch die Anja. Gebhard, bäh. So. Einen schönen guten Abend zusammen vom Holger. Holger, dir auch einen schönen guten Abend gewünscht. Oha, was ist das für ein Bild? Mal schauen. Kennst du auch mal Spiegeleier? Ja? Nein. Das ist ein Hamburger. Warte mal, den gab's doch vor 2 Tagen. Ah nee, das ist Stinktiers Essen. Ja, guten Appetit, Stinktier. Lass ihn dir schmecken. Der sieht gut aus. Was ein dicken Patty hier. Holger, grüß Opa. Dich. Ui, da spielt ein Ball ein Verstecken. Ja, bis Kartoffeln durch sind, dauert es 30 Minuten kocht. Das heißt, sieht bei Bratkartoffeln nicht anders aus. Ja. Stühle kommen morgen. Gut. Guten Abend, Tüt gewünscht von Sascha. Aber ich habe vom Rami das Gerät noch nicht, müssen wir nachher gucken. Das andere in 2 Wochen. Sobald die Enis in der Küche ist, versteht man sie wieder mal nicht. Ja, ist logisch, ist er außer Reichweite. Deswegen ist sie ja auch in der Küche, damit keiner an ihr Essen rankommt. Außer Reichweite. Achso. Ja, wir waren gestern unterwegs, die Omi und ich, so ein bisschen durch die Gegend geeiert, mal hierhin, mal dahin. Und dann waren wir auch noch so in so einem Küchenladen-Dingsbums. Nur 2 schöne Küchen gesehen. Die uns gefallen würden. Aber natürlich das nötige Kleingeld dafür fehlt. Ja, das ist doch immer so. Die eine hat 13.000 gekostet, die andere 15.000. Obi, bei dem einen Spiel mit dem Tauber steht, kannst du mir dann mal beim Inventar mal bitte nachher was erklären? Wäre sehr lieb. Da muss aber Discord kommen. Mundgerecht geht schneller. Kannst du dich mal einkriegen, Obi? Zeigt Ines uns den leeren Teller? Nee, den vollen. Danach den Lernen. Entweder ich heiße oder... nicht Herbie. Ja, war vorhin die ganze Zeit bei dir im Discord, habe ich nicht gesehen. Nö. Ich habe keinen gesehen, der in einem Laberraum war. In Live-Übertragung warst du drin. Hä? Dann bist du nicht in meinem Discord. Nein. In Live-Übertragung kommst du bei uns gar nicht rein. Ich glaube, du hast nur 3 Channel, aber ein 1, 2 und 3 zur Verfügung. Ach, du warst in Gaming 1. Ah! Ja, da hängt ja. Ach, jetzt weiß ich auch, wer Michael ist. Michael ist. Ja, keine Ahnung. Die französische Stadt. Lyon. Lyon. So, die Pillen warten auf mich. Ja, dann mach mal hinne. Dann fröhliches Pillen einnehmen. Leon, ja. Jetzt weiß ich das. Ja. Da, Obi, bitte. Oha, eben Cookie machen. Mama, Lucky.
Lucky, Lucky. Ich könnte mir auch Reibekuchen machen, jetzt wo ich das sehe, Rami. Du bist ja sowas von genial. Wieso? Das sind aber keine Reibekuchen. Nein, aber das kommt mir jetzt gerade. Ich habe Reibekuchen da. Ich kann Brot mit Reibekuchen und Käse und noch irgendwas. Und Spiegeleier oben drüber. Das könnte ich auch machen. Nee, dann überfresse ich mich wieder. Ich mache mir erstmal Nudeln. Oh, okay. Der an der Tankstelle arbeitet, ja, genau. Hä? Ja. Tankstelle? Was für eine Tankstelle? Ich verstehe wieder mal nicht. Ei, Nachmacher? Hallo? Mein Eieiei, was ich dann mache, nicht dein Eieiei. Ei. Spinat mit ein oder zwei Eiern geht auch. Obi, Spinat haben wir da, aber nein. Da habe ich kein Lust. Na, Spinat hätte ich auch da. Ich hätte sogar Kartoffeln da und Fischstäbchen. Ja, haben wir auch. Und Eier hätte ich da, aber. Nein, wir haben keine Kartoffeln. Ich glaube, ich habe mich heute mit der Pizza genug vollgefressen. Spinat darf ich leider nicht. Leider? Warum darfst du kein Spinat essen? Allergisch? Vielleicht. Los, einkaufen gehen, Obi. Hase, du nur alle Kotelett. Guck mal auf die Uhr. 20 Uhr. Vor allen Dingen, bevor ich da bin, sind die Läden zu. So. Ich bin Wackeldackel. Weil das gegen meinen Blutverdünner arbeitet, Obi. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Die haben bis 22 Uhr auf. Jetzt weißt du, wie schnell ich wackeldackel. Bei uns haben die nur bis 21 Uhr auf. Bis 23 Uhr Kaufladen offen. Leute, es ist dunkel draußen. Ich habe Angst im Dunkeln. Unser Penny bis 22 Uhr. Ja, dann geht doch mal für mich einkaufen. Los! Ja, und bis das Zeug dann eingekauft und bei dir angekommen ist, ist es entweder geschmolzen oder verschimmelt oder läuft von der Hand. Ja, da kommst. Nö. Mhm. Danke für die Unterstützung. Dankeschön, Gebhardt. Dafür kriegst du wieder einen Gebhardt! Nimm Taschenlampe mit, die ist größer als ich, die kann ich nicht tragen. Ich bin nur am Mimimi machen, weil ich die Vicon so lange gewöhnt war. Du kannst ja ohne Vicon kaufen gehen, wenn du möchtest, Mäusekind. Ja, toll, da bin ich ja noch länger unterwegs. Nö, wir haben eh kein Geld mehr dafür. Du hast nämlich wieder alles rausgeschmissen. Du weißt doch, irgendwas ist immer. Dann fahren wir mit dem Trecker hin. Und warum wolltest du das vermisst habe? und warum wolltest du das in der Fels haben? Was ist denn da drauf? Ich hab keine Ahnung. Da ist gar nichts drauf, das ist zu bearbeiten, Thorsten. Oh, du meine Güte. Mach mal hin, damit Kohle reinkommt. Da müsste ich Aufträge machen. Und das geht jetzt nicht. Nein. Warum geht das nicht? Weil wir genügend eigene Arbeit haben. Weil ich das Feld 6 erstmal fertig machen muss. Der muss ja seine Felder da oben machen. Genau. So. Wenn ich viel rede, kann wenigstens viel arbeiten. Abschalten. Dann fahren wir mit dem Trecker hin. Ja. Bleib doch mal stehen. Ich greife mir gleich so einen Trecker aus dem Spiel, setze den auf die Straße und fahre dahin. Michael, die falschen Tabletten erwischt? Dann schneller arbeiten? Nein. Ich brauche nicht schneller arbeiten. Wofür habe ich denn die Anja und Thorsten? Obi? Was? Bäh. Danke. Bitte. Bäh. Doppel danke. Soll ich jetzt auch noch? Danke, Rami. Sollen? Bitte gerne. Reparieren.
du nicht, die anderen. Ja, selbstverständlich nicht ich. Hallo?